Ja, man, solche Spiele sind immer dazu da, dass man Erkenntnisse sammelt. Das machen wir sie auch. Ja, und auch heute werden wir sicherlich wieder die richtigen Rückschlüsse rausziehen müssen. Was sind denn Ihre Erkenntnisse? Ja, dass man gegen so einen Gegner einfach schneller spielen muss, dass man zielstrebiger spielen muss, ja, auch wenn der Gegner dann sehr tief steht. Und ja, muss dir einfach mehr Lösungen dann auch überlegen und nicht nur mal mit Ball am Fuß laufen. Das war ja schon die Möglichkeit für einige der Jungs, die zuletzt nicht so viel zum Einsatz gekommen sind, sich nochmal zu zeigen. Sind Sie da so ein bisschen enttäuscht, dass da so diese Griffigkeit gefehlt hat? Nein, wir haben gestern eine gute Trainingseinheit gehabt, heute Morgen trainiert. Ja, das ist alles normal. Man muss auch sehen, wer dann gespielt hat. Ja, viele kommen aus Verletzungen zurück, die jetzt heute das erste Mal, glaube ich, über 90 Minuten gespielt haben. Ja, das muss ich schon alles in meinen Rückschlüssen auch mit einbeziehen. Wie sieht es aus? 11 Tage sind es noch, bis es losgeht. Was würden Sie sagen? Auf welchem Weg sind Sie? Oder wie weit sind Sie? Das sind die Standardfragen immer 11 Tage vom Saisonstart. Ich kann es dir nicht sagen. Ich Wir kann auch werden nach 10 Tagen sehen. fragen. Ja, morgen nach 9 Tagen nochmal. Ich kann es dir nicht sagen. Wir werden sehen. Sonntag in einer Woche ist das Spiel gegen Darmstadt und erst dann kann ich Ihnen sagen, wie weit wir sind. Sie haben ja nach dem ersten Testspiel gesagt, wir sind auf einer Baustelle. Ist es immer noch eine Baustelle oder wie würden Sie den Zustand beschreiben? Ja, ich denke, dass wir schon einiges verändert haben. Ja, aber eine Baustelle ist dann beendet, wenn sie beendet ist. Im Moment noch nicht. Wie ist es denn mit Ito und Janicic? Wie haben die Spieler das aufgefasst, dass sie gesagt haben, okay, sie sind nicht mal bei den Profis dabei? Das Gespräch hat Jonas Bold geführt, mit Michael Mutzel war ich nicht involviert. Ja, es ist eine Entscheidung, die, denke ich, auch aus der vergangenen Saison herrührt, ja, in die ich jetzt nicht so unmittelbar involviert war. Wobei ich aber auch sage, dass so wie ich die Spieler wahrgenommen habe in der Vergangenheit, dass es wirklich auch schwer wäre, für sie hier an Einsatzzeiten zu kommen. Und dann ist es nur gut und richtig, dass der Verein mit offenen Karten spielt und nicht irgendwo auf irgendetwas lauert. Sie haben sehr viel Erfahrung. Haben Sie trotzdem so ein bisschen Sorge, wenn man sich die vergangenen Spiele anguckt, dass die Torgefahr weiter das Manko bleibt? Wissen Sie, wir haben ja viele Torchancen rausgespielt, ja, gegen Piräus und auch gegen Huddersfield. Klar, dass man unterm Strich musst du Tore machen, um Spiele zu gewinnen und daran werden wir weiter arbeiten. Und wie gesagt, der ein oder andere, der vielleicht auch jetzt gerade ein bisschen noch im Loch drin ist, wird ja auch die Frische haben dann und seien Sie sicher, wir werden auch Tore schießen. Wer wird Kapitän? Beziehungsweise wen würden Sie favorisieren, auch wenn Sie es wählen lassen? Ich werde nicht mitwählen, ich bin kein Spieler mehr. Dankeschön.